der Jagd wird es schon wieder vergehen. Ich tausche auch nicht alle Pillar. Wenn ich jeden zweiten tausche, reicht das. Das weiß ich nicht. Wenn es reicht, dann ja. Why not? Wir werden sehen, wenn es nicht so ist. Also, es reicht bei dem Haus, wenn du... Also grundsätzlich kann man sagen, wenn du zwei... Wenn du einen Pillar hast, kannst du davon zwei weit wegbauen. Ohne Probleme. Wenn du jetzt hier drei Blöcke hast, die von zwischen zwei Pillars liegen, dann passt das locker. So, wollte ich jetzt hier noch Seile, Nägel, Eisen, Steine. Steine habe ich hier. Bist du schon auf der Jagd? Hier ist Enzo. Ja. Achso, da. Ich finde hier kaum was. Sie musst du ja da sein. So, jetzt muss ich einmal runter raus. Der Balkon bricht ja auch zusammen bei so Stürmen, ne? Komplett dann. Wird alles geupgradet. Und dann schauen wir noch, ob Stein brennbar ist. Hm? Testen wir mal. Brennt nicht, haben wir schon ausprobiert. Ja? Also es verbrennen dann die... Die Items drin halt, ne? Also die Bänke. Okay, hier ist immer Mais mit hier. Ich würde das so einen Dedicated Server fühlen, wo ich dann die Stacks sowas bestimmen kann. Mais 10 Stacks, keine Ahnung, auf 1000 hoch. Fertig. Erz 1000. Oder zumindest jedes Erz auf 100 oder 500. Aber... Was mache ich am Dedicated Server, wenn ich mal alles habe in einem Tag? Ein Decken die Welt brauche ich nicht, ich habe die gesehen durch die Mission. Ich baue dann alles, bin Rang 4 und dann Ende der Geschichte, dann gehe ich offline. Wieder langsamer das Spiel hier. So, Pillar sollten unten. Kann mir irgendjemand eine Küche bauen? Die Pillar ist alles. Außer die Terrasse, aber die ist erstmal nicht wichtig. Wenn die beim ersten Gewitter. Welche denn? Die gibt mir das egal. Rang 3 oder was? Ne, Rang 2. Die Kochstelle oder was? Oder welche? Gott, ne, Rang 3 ist es. Kitchen Bench. Ja, also könnte ich lernen. Ja, dann lass ich mir mal bitte. Achso, dann muss ich wieder nach Hause. Okay, warte, ich bin da beim Jaggerino. Da brauchen wir aber veredeltes Holz? Epoxy, wie geht veredeltes Holz? Da brauchen wir eine Holzwerkbank. Carpentry. Haben wir schon eine? Nee, ne? Nee. Warte, ich schau mal. Carpentry. 120, nee, haben wir 12 Kupfer? Kupfer ist da. Ja. Dann brauchen wir noch 20 Epoxy, 8 Eisenbarren, 30 edles Holz. Haben wir alles. Oh, Epoxy haben wir? Das edle. Was haben wir? Ja, dann komm ich bauen. Epoxy ist gerade alle. Was? Nee. Doch. Also ich habe zumindest keins gefunden. Ich habe Epoxy in meiner Linksbank hier. Herbalism. Okay. Dann tu mal das extra in die Bearbeitungsbank, dann baue ich direkt. Ja. Moment. Ja, du musst warten, bis die Nägel fertig sind. 4 Minuten. Werkbank. Kann man hier grillen? Ja, natürlich kann man hier grillen. Warum läuft der Ofen nicht? Ich hab die 4 Öfen alle mal ausgemacht, weil die alle leer liefen. Also, einfach nur. Ach, du machst das immer aus. Ich find's immer total toll, wenn sie alle brennen. Das ist immer frech von dir. Ich meine, klatschen gleich dann. Ich mach's immer an und freu mich, wenn alles brennt. Und dann gehe ich ins Aus und denke, hä, das Holz ist doch noch da. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Ja, ich weiß nicht. Mich stört das, wenn da Holz einfach so verbrannt wird. Ich finde das super.
Ey, wir sind extra auf neuen Planeten, weil wir unseren alten kaputt gemacht haben. Ja, dann machen wir den gleichen Scheiß nochmal. Dann geben wir halt nächsten. Wow! Geleckt! Warte. Löscht mal das, es hat geleckt wieder, ich bin ins Feuer geleckt. Oh, ich hab nichts zum Löschen. Dieses Lags, ey, das kann mich nicht. Das ist dein Ernst, oder? Ich hab auch nichts zum. Ich kann das nicht bauen, das Löschding. Ich hab nicht genug Mats. Ja, was soll ich denn machen? Das nies ja dann an das Icon bekommen. Das Haus brennt ab. Ich kann das nicht. Reiß die Wände 2 weg von dem Feuer ab, dass das Feuer nicht übergreifen kann. Reiß die Wände ab. Ja, ich kann ja nichts machen, das Lags, soll ich machen. Es wird breit, greift über. Reiß die Wände ab. Reiß alles ab. Es reicht dahin, ich kann ja nicht abhalten. Geht schon nicht mehr. Die nächsten, wo das dran ist, kannst du nicht abreißen. Ja, aber danach die abreißen, damit es wenigstens nicht komplett alles niederbrennt. So. Damit die Werkbänke hinten sicher sind. Nein, das Bot. Einfach abpacken. Schnell, mit greift über. Oder löschen. Ich bin bauen. Überladen und kann nicht so schnell zu euch hinkommen. Einfach Löscher bauen hier. Also mithelfen zu löschen. Ich brauche einen Löscher. Ja, 4 Löscher liegen hier. Komm. Hier, 4 Löscher vor dem Feuer. Alles hingeschmissen. Löscht mit. Komm, 4 Löscher sind hier. Also Lagerfeuer sind ab jetzt im Haus verboten. Ja, dass es mich da reinleckt, ist auch immer beschissen. Was soll ich machen? Ja. Ich kann nichts machen. Wenn das Spiel leckt, dann leckt's halt. Einfach alle löschen, das war's. Fertig. Ich hab's nur noch gerettet. Schau mal, ich hab 4 Löcher gebaut. Passt da. Kriegen wir schon hin. Zu 5. Warum brennt das Wasser? Schau mal. Easy. Wieso entfacht das? Ja, geh doch raus, du Scheiß! Ist aus? Ja, geht doch. Geht schon. Schau mal, 3 Löcher wurden gar nicht benutzt. Ja. War ja easy, oder? Ja, was soll ich machen? Ich befülle die Dinge halt hier. Zu Mais rein, alles. So, Mais ist da. Okay, aber jetzt brauchen wir neue. Also wenn ich im Haus bin, leckt's immer. Wenn ich immer nach vorne lenke, ist halt doof. Ja, ich repariere das schon. So. Hast du die Steinwände noch oder müssen die neu gebaut werden? Ich hab's schon gestellt. Warte, hier habe ich noch einen Boden. Was? Ja, warte, mach ich. Was wollten wir gerade eigentlich vorher machen? Hat noch irgendeine Idee? Was können wir? Lampe. Ich auch noch? Ja, die muss dort als Treppe hin. Perfekt. So, dann ist ja eigentlich schon alles wieder in Ordnung. Genau, Rest kannst du einfach upgraden, dann ist es wieder voll. Ah, Panik. Du Smarty, ich kann dir nichts dafür. Ich kann dir Clip schicken. Schau bei Twitch, ich bin da einfach reingeleckt. Kann er nichts machen. Kann er nichts machen. So. Ja, nochmal der Mensch leckt drin in einem Feuer, ich verstehe auch nicht. Wir stecken auch Pfeile in der Hauswand. Keine Ahnung. Haben wir eine Bearbeitungsbank? Nie, oder? Ist es hier hinten eine? Zimmermannsbank? Nie. Bearbeitungsbank fehlt noch, ne? So, ich muss jetzt jagen gehen. Weil mir fehlt massiv Leder. Ich hab 72 da. Na, in die Steinbank bitte. Warum spawnen hier schon wieder denn keine Viecher, ey? Was ist das? Die Bearbeitungsbank. Hier liegen noch die Fenster. Na eben, das hier vorne müssen ja. Warte mal hier, die Fenster für dich. Bearbeitungsbank geht auf Küchenfläche. Bearbeitungsbank, das ist die. Steinmesse. Das muss schon hier seine Richtigkeit. 120 Nägel, 40 Eisbarren, 24 Seile brauchen wir noch für die Bearbeitungsbank. Und du wolltest einen Ofen haben, gell? Hier. Welche Bearbeitungsbank? Die Tech 3, ganz am Anfang. Hinter dir. Ach, die ist das, okay. Ja, ja, okay, lol. Das Leder ist drin, oder? Dann es sind keine Tiere da. Das ist. Wieso ist denn.
Wieso ist denn die Küchenfläche nicht in der Bearbeitungsbank, wo ich dich geskillt habe? Ach doch, hier. Haben wir jetzt, Enzo? Hast du jetzt eine Epoxy 20? Und die Nägel und alles, hast du fertig? Warte, ich schau mal kurz. Nägel sind fertig. Epoxy müsste hier drin noch sein. Mit der genau. Rein. Ja, Eisenbahn ist ja kein Problem, glaube ich. Habe ich auch rein. Das ist kein einziges Tier da, ne? Ja, ich glaube, das ist einfach wie echt. Wenn du es ausradierst, kommt er einfach nicht mehr so schnell. Du musst 9 Monate warten. Nein, Zuckschutz. Also ich hab bei mir alleine, als ich alleine gespielt habe, ich habe immer Tiere da. Immer. Ja, das ist nicht normal. Das hat irgendwas mit dem Multiplayer, dass zu viele Spieler oder irgendwas da rumbuggt, weil er... Ja, bei uns war es immer so, wenn einer reconnected hat, dann hat es irgendwie neu geladen und sagt, wo war es wieder so? So wie vorher. Es müssen nicht alle reicht, wenn einer. Veredeltes Holz, wie war das nochmal zu machen? In welchem Ding? 3 Holz in den Carpentry hier rein. Wo? Hier der Bearbeitungsbank, oder was? Muss ich das lernen? In der Carpentry, hier drin. Hier. C1 Holz ist ein. Ich mach mal kurz Reconnect. Ein ja. Holz ist veredeltes Holz. Okay, ein Holz ist C veredeltes Holz. Okay, okay. Ja, genau. Nie gemacht, das ist irgendwas mit 3 gesucht hier gerade. Okay. Ach, das ist noch gar nie gemacht? Ja, nee, deswegen. First time, deswegen frage ich halt. Weißt du, ich mein? Aus dem macht man dann noch die veredelte Tür oder die verstärkte Tür, oder? Yep. Richtig, okay. Ja, genau. Ja, nie gemacht. Ich habe auch das alles nicht gelernt, deswegen. So weit war ich noch nicht. Ich war halt schon weiter beim Fabrikator, aber das, den Zwischenschritt mit dem Holz nie gemacht. So. Zack, ja gut. Stell ich hier. Das ist bis jetzt in Icarus die aufwendigste Base, die ich gebaut habe. Ob ich das so schnell wieder mache? Keine Ahnung. Ja, das machen wir halt einmal nach, wenn sie weg ist. Ist die Motivation auch weg. Das war geil. Ich reconnecte, ja. Kommt hier ein Hirsch an und rennt in den Berg und ist einfach weg. Der ist durch die Geodata durchgerannt. Es gibt einen Biospitofen, okay, krass. Brotteig gibt's auch wieder. Ja, da machst du richtiges Brot draus. Richtig. Ist das jetzt dann stärker als das andere? Wollten wir doch schon mal machen. Eins, hast du das damals gemacht? Gab's richtig, noch nicht. Das haben wir noch nicht getestet, ne? Mein Kumpel, der kocht immer irgendwelches krasses Zeug aus Bären und allem möglichen. Das gibt Ja, das ist dann im Hochofen. Also nicht im Hochofen, im... Das habe ich auch gelernt, das Ding irgendwo. Übrigens, das funktioniert. Ich habe regelockt. Jetzt ist hier wieder alles voll mit Tieren bei mir. Ja. Sag ich doch. Das reicht doch, wenn einer ausloggt und nie wiederkommt. Das reicht. Das reicht okay. Dann auch. Tschüss. Ich hab die Infos verstanden. Tschüss. So. Ich habe doch am Anfang Weizen gesammelt. Das liegt alles in der... Irgendwo in der Kiste. Kräuterbank drin. Ne? Ach so. Genau, aus dem wollte ich mal kurz mehlen. Ach, hier ist es auch da. Genau, diesem einen unendlichen Sack da, ne? Da, wo der pinke Marker ist ein Weizenfeld. Mach da wieder die Hefe rein. Wieso? Ich brauch die doch jetzt fürs Ding. Ist mir egal. Ich wollte doch gerade Mehl draus machen. Was machst du für die Hefe? Ich brauch das für die Höhlen-Dinger. Ach so, wusste ich nicht. Rein. Ach, die Hefe, nicht das Weizen. Aber ich brauch auch ein bisschen Hefe gleich. So, hier. Gex, dann ich hab ja den pinken... Wo der pinke Marker ist ein Weizenfeld. Ja genau, ich hab ja schon 1000 eingesammelt vorher. Er hat ja schon, aber für was brauchst du Hefe? Ach, für den Teig? Ja, genau, ein bisschen habe ich mir gehalten, wir hatten 20. Bei dem Flatbread-Dings brauchst du keinen. Also beim Fladen. Das ist auch das Einfache. Genau, deswegen, das wollte ich heute hier mal das nächste probieren. Warte kurz, ich habe hier gleich ein bisschen was übrig. Ich habe eine Menge übrig. Ich habe noch 22 einfach behalten. Lasst auch ein paar Hefe übrig, damit wir zum Zweifelsfall einfach eine Anbaustelle bauen. Wo wir einfach was ranzüchten. Lohnt sich nicht. Da muss man ja Glas lernen für. Da wächst das ja viel, viel schneller, wenn du das im Glashaus baust. Ach, gibt es Glashäuser? Angenehme Nacht. Angenehme Nacht, oder Sky. Schöne Träume. Und danke, dass du mich besucht hast. War mir eine Ehre, dich dabei zu haben. Danke für die schönen Geschichten, die du mir erzählt hast. Und bis zum nächsten Mal. Kuss. Schlaf schön.
so mega unnütz, aber damit macht das ja sogar Sinn. Macht Sinn, Treibhaus, ne? Ja. Gex? Ich war gerade muted, kurz ums gequatscht hier. Was? So. Wer macht Sinn? Küche hin? Das Glas, damit kannst du ein Treibhaus bauen. Achso, die ist nur gebaut, noch nicht fertiggestellt. Welcher Marker ist das Haus? Weiß. Weiß. Ich habe zwei rote. Ist das auch in Ordnung? Weil du Relock bist, hast du dann bist du eine andere Farbe. Du selbst auch. Ja, der Marker am Wasser. Muss mal gucken. Ah, hier Red Dog. Ja, dann tue ich die hier. Die kurz schauen. Genau, Wasser oder was? Ciao, ciao. Wasser, tschüss. Tschüss. Alle sagen tschüss, Ramon. Tierfett. Für dieses Rezept werden diese Gegenstände benötigt. Was ist denn ein Gebäck? Krass. Kann man essen. Ausdauer. Boah, 20% Projektilschaden. Eingelegte Karotte. Ach du Scheiße. Die ist richtig geil. 150 Ausdauer, 20% Projektilschaden und 20% erhaltene geteilte Erfahrung. Wow. Da können wir ja gemeinsam auf die Jagd gehen. Mit der geteilten Erfahrung ist es auch, glaube ich, ganz geil, wenn du da mehrere Prozente hast, weil dann kriegst du halt wirklich viele Fehler. Tierfett ist kein Problem. Ich meine, bringt keine Talentpunkte, aber Level. Ich mache jetzt einfach mal einen so einen Brotteig, schon was passiert. Ja, mach mal, ich will das auch gerne wissen. Achso, muss noch deine Pille muss fertig werden. Dann mache ich noch Tierfett und Gebäck mache ich auch. Ich muss noch diese andere Küche da kaufen, bauen. Boah, das Leck hier im Haus, das ist abnormal, ey. Ja. Ich hier gar nicht. Also ich habe in Ark habe ich eigentlich sehr gerne gebaut, aber ich habe immer so riesig gebaut, dass es geleckt hat. Und doch in keinem Survival-Spiel konnte ich bauen, dass es Spaß macht, das Spiel zu spielen. Es hat nur noch durchgelecke. Deswegen baue ich halt 4x4, 3x3. Oder von einem 5x5 und das war's, weil alles andere ist einfach nur leckfest. Ich wollte Kronstadt bauen. Nee, Schmarrn. Nur so generell. Das hat noch kein Spiel hinbekommen, dass du das halt leckfrei spielen kannst. Ich hab dann schon viel keine Probleme. Ich hab da in der Base, wenn der jetzt hier abbaut, 18 hat das. So, ich baue dann mal die Kochstelle auch mal hin. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Ich will sich noch eine bauen, aber ist egal. Ja, die Kochstelle hatte ich auch noch nicht. Doch, die haben wir schon ein paar Mal gehabt. Mit Tierfett kannst du da machen. Die ganz normale. Okay, ja. Tierfett, aus dem kann ich dann irgendwas backen. Und was ist mit dem anderen Teil? Dieses, was wir da machen mussten? Genau, das ist nochmal ein Stück weiter. Hat jemand rohes Fleisch? Ich meine Potbelly. Da kannst du so Eintöpfe machen, also so Suppen und sowas. Die sind auch ganz geil. Die sind heftig. 225 Ausdauer und 225 Gesundheit. Was? Die Brote? Da brauchst du... Nee. Oh, das was... Gott. Das in dem Ofen da, wo du machen wolltest, den höheren, da brauchst du aber Prime Meat. Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Du brauchst da Prime Meat, deswegen ist es einfach ekelhaft. Das ist mies. Ich hab bis jetzt noch nicht so, mal hier. Backbrot einfach mal ins Feuer klatschen. Hier ist ja ein Feuer, was aus ist, aber nicht aus, weil es ausgemacht wurde, sondern weil es wirklich ausgegangen ist. Kannst du nur auf die großen Öfen nutzen. Nicht nur Deko. Ja, ich habe mal Lagerfeuer, ganz klassisch hier. Ich benutze meinen Bogen, mal Lagerfeuer, Beste. So, Backbrot einfach ins Feuer legen. Ja, genau. Aber passiert nichts. Es gibt kein Rezept hier. Dann muss es irgendwo anders machen. Achso, dann vielleicht doch in dem anderen Ofen da. Verdammt. In welchem? Ach, in dem. Ja, das kann sein. Hat das andere Rezepte? Nee, ist doch identisch. Du brauchst die Kochstelle. Die habe ich doch schon. Irgendeiner, der Box hat, könnte nochmal Steine farmen gehen. Ja, alles sofort. Dann ein bisschen was futtern. Das bringt halt nichts hier. Okay. Alter, das sind Steine, ja. Jupp. Okay, wo tue ich den Brotteig rein? Backt Brot einfach ins Feuer legen. Hä? Das ist ja beim Flan wird aber auch so. Ja, aber...
Vielleicht ist das irgendwie... Was anderes. Moin Technikus, dich habe ich gestern gar nicht gesehen. Ist mir schon positiv aufgefallen. Wie geht's dir? Positiv. Hast du da unsere Bude abgefackelt, ja? Im Schlaf. Das geht ja mal gar nicht. Brotteig. Ich weiß nicht, wo man das backt. Vielleicht im Biospritofen, weil das ist die gleiche... Na klar. Die gleiche Tierstufe. Stimmt, das ist direkt darüber. Was braucht man denn da? Ach, das ist 24 Stahlbarren. Boah, eine gute. Ich bin gerade bei den Biosprit-Generator zu bauen. Okay. Der ist gleich fertig. Dann habt ihr schon mal Biosprit. Bier ist Hefe, Weizen, Bierflasche. Wie kriegt man eine Bierflasche? Ich weiß, wo man viele neue Rezepte machen kann. Und zwar in der. Warte, das ist. Und Küchenlagerblock ist einfach nur so was reinzulagern. 40 Lagerslots, okay. Okay, ich schätze schon, dass es der Ofen ist, weil es ist das gleiche Tier, den direkt daneben. Nein, es ist die Kochstelle und der Kanonenofen. Nee, ist es. Ja, aber. Im Ofen kannst du auch neue Sachen machen. Das weiß ich, die kenne ich ja alle, wie man machen kann. Die kenne ich. Das ist dieser starke Buff, von dem ich gesprochen habe, wo du Prime nicht brauchst. Was ist? Und da kannst. Und da kannst du auch ganz viele Sorten an Beeren reintun oder so. Und dann gibt es auch einen guten Buff. Keine Ahnung. Nicht Beeren. Bohnen, Kakao und so ein Scheiß kannst du auch machen. Das ist das, was vielleicht dein Kollege macht. Wir haben die Ultra-Hard-Kommission schon gemacht mit dem. Mit dem Mammut. Wohin mit den Steinen? War genau wie die andere. Jetzt machen wir eine Mission, bei der wir so einen Bohrer, so einen Radar bauen müssen, dann mit dem Bohrer Exotik aus der Höhle holen irgendwie. Was war mit Stein? Packt in die Steinmetzbank. Da ist hier. Okay, hier habe ich. Ja. Wunderbar, danke schön. Gerne. Wie ist es jetzt eigentlich generell mit Sleeping Forest hier? So, Geschenke. Fell. Hat jemand Fell? Ja, wir sollten vom Fell erstmal Betten bauen, damit wir die Nacht pennen können. Genau, deswegen habe ich ja gerade gesagt. Achso, ja dann. Der Fell ist doch in der Häutungsbank auf. Ja, ich mach's gerade hier rein. Geht, zack. 750 Technikus. Aber das mit den Punkten alles, das ist alles nicht mehr so wild. Man hat jetzt die Rüstung und so ein bisschen die Spitzhacke hin oder her. Es sind jetzt noch die letzten 2-3 Minuten vom Spiel und dann ist auch wieder gut. Viel mehr ist da nicht. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Dangle Bob. Mhm. Also, hier hast du mal die 10. Oh, wunderbar. Cool. Danke. 6. Hier Mechanic Badge wieder rausnehmen. Danke dir. Fuffy. Auch. Ja, was? Am besten hier in der. Ja, im Ofen geht auch. Und es sind halt einige Fehler noch gekommen, dass Rüstungsteile verloren gegangen sind. Ich habe jetzt 132 Stunden und ja, ist okay. Vielleicht auf 200 noch hoch, mal sehen. Aber es wiederholt sich halt ultra krass und die Sachen sind halt, die Belohnung und die Mission sind halt einfach nur nicht geil. Passiert da nichts. Genau, ist aber in der Beta so. Und es kommt noch so viel dazu, was dann jetzt, was halt auch eigentlich egal ist, mehr oder weniger. Hast du denn gut geschlafen? Wie war dein Tag gestern? Wir haben uns gestern gar nicht gesehen, du hast mich nicht besucht hier. Aber ist nicht schlimm, das finde ich gut. Dann haben wir ein bisschen Ruhe voneinander. So hält die Beziehung länger. So, habt ihr Felle für Schlafsäcke? Ich habe nur 12 Felle. Ich habe das alles immer wieder weggegeben, was ich gefarmt habe. Ja, ist auch nie zu, oder? Ich war gerade gemütet, habe mit Technikus geredet. Nein, davor habe ich gesagt, dass die der Textilblock brauchen. Ja, die Tabletten. Hab ich da gehört, dann nachher nichts mehr. In der Textilblock sind die Felle drin.
So, noch drei Steindächer, dann ist das Dach auch safe. Dann muss ich nur noch außen den Balkon machen. Und dann ist die ganze Außenverkleidung Stein. Was du noch machen kannst, wenn du Bock drauf hast, ist die ganzen Holzinnensachen durch dieses edle Holz zu ersetzen. Ja, du. Wenn du mich da so ehrlich nach meiner Meinung fragst, sehr gerne. Ist dann der Bock irgendwann an meinen Grenzen. Sehr gerne. Wenn du willst, kann ich das machen, weil ich finde die... Ich gebe den Bock gerne an sich ab, ja. Okay. Also. Ich finde die zum einen sehr schön und zum anderen... aber mir fehlt dann irgendwann die Motivation für schön. Zum anderen schön kann ich es noch wieder besser abfackeln. Kein Problem. Schön ist nur noch für ein paar Minuten dann nachher und dann... Okay. Wir schlafen oben, oder? Ich brauche erstmal noch einen Schlafsack. Oder hat Gex jetzt genug? Einen... Ich kann Gags, noch, ich kann machen drei Stück. Ich, braucht ihr alle noch einen? Ich brauche noch einen, ja. Okay, ich mach dann insgesamt vier. Gexi? Du hast vergessen, bitte? Deine Wasserflasche rauszuholen aus der Küche. Vergessen. Ach so, stimmt. Da wollte ich ja noch weitermachen, aber ich habe dann als auf, doch abgegeben hier. Achso. Abgebrochen den Mist. Weil, keine Ahnung, erstmal muss ich das Ding da bauen. Okay, Hefe, da ist hier drin, natürlich wieder rein. So, stimmt, hätte ich sonst vergessen. Danke Ihnen. Keine Problem. Ich leg dann oben ein paar Betten hin. Ich sehe zwar nichts, aber ich klatsche einfach irgendwo hin an den Rand. Pfaffi hat immer noch keine Fackel hingetan. Wir haben Bemängeln hier. Hi. Siehst du das Haus? Das jetzt will ich das Haus. Arbeit. Ja, vier, zwei Minuten. Einmal hinlegen. Tschüss. Das sei mal nicht so. Wertschätzung. Auf höchstem Niveau. Homo Technicus ist doch auch öfter hier, oder? Ja. Komm lieber, ich mach's wieder gut, komm ins Bett. Ich mach's wieder gut. Ja, das klingt komisch. Hoch ins Bett. Kein Problem. Mein Anaconda freut sich. Wir haben oben liegen wir schon so zweit. Hostel-Simulator. Ja, wäre doch geil, oder sowas zu bauen. Da kann man, muss man ein Hotel haben. Braucht man ein Hotel oder ein Hostel, Motel, keine Ahnung, alles mögliche. Und dann kommen die Leute vorbei und mieten sich da ein und man kassiert. Ganz entspanntes Spiel. Gibt's bestimmt schon. Looking for two more players, for gang, also für Sleeping, ne? Sleeping Hollow. Einfach da rein da. Ich hab's... So. One player to go. Ja, der One Player hat gerade noch kurz was Wichtiges zu erledigen. Der muss ich erst nochmal warm machen. Ja, ja. Der steht 2 Meter vor dem Bett. Willst du mir damit jetzt was sagen? W-Taste W drücken. So. Sofort. Ja, ist gut. Entspann dich ganz ruhig. Nimmst ein bisschen Zeit, geh nochmal aufs Klo, komm zurück, überleg dir, dann passt das. Mach ich. Ich weiß, was du meintest, Rechnung, ist klar, sicher. Unser Fuffi hat hier schön gebaut. Richtig toll. Ich baue es immer nur praktisch, aber er hat Spaß dran. Das Haus im See. So, wo ist jetzt das freie Bett? Danke. Boah, geil. Geschenke. Ach, das hast du. Was ist denn? Wieso? Also, das hast du. Da kannst du natürlich viel Zeit für nehmen. Danke dir. Nicht meckern auch noch, weißt du, wie ich meine. Also, ich finde, dein Haus ist so toll. Ich habe noch nie ein besseres Haus gesehen, Fuffi. Das ist jetzt Schleimerei. Das ist einzigartig. Und das ist Pay to Win. Pay to Compliment. Pay to Win. Hey, du Kompliment. Ja, genau. Danke dir. Schon 3 rausgegangen heute hier. Bist du ja richtig im Gönnermodus hier. Danke dir. Technikus, willkommen im Cyberino-Team. Also willkommen zurück. Den Technikus habe ich die letzten Tage hier öfter gelesen. Ja, mit dem habe ich Icarus angefangen. Da haben wir die ersten 2 Tage geschwitzt. Katastrophe. Also er hat so viel Blödsinn gemacht, wie ich schon lange gemacht habe. Über die ganzen Jahre. Hat er in 10 Minuten gemacht. Danke dir, Fuffi. Danke, lass dich drücken. Ich dachte, jetzt schenkst du einem, der es verdient hätte, weißt du, wie ich meine? Ach so, na, das hättest du mir vorher sagen. Ja, da hast du das ja nicht. Der Technikus eigentlich gar nicht leiten kann. Ich habe ja nichts gewusst von dem. Da hat einer einen Bogen ausgepackt und sofort gedodged, hast du gesehen?
Ja, ja. Aber den ersten Schritt habe ich sofort wahrgenommen. Ja, sofort gedodged. So. Okay. Jetzt erstmal ein bisschen rausgehen und dann Regen kassieren. Kommt jetzt endlich Gewitter, ne? Nee, das ist. Ey, kommt, das ist meine Gänse. Doch, leicht eine Regenschauer. Ich setz mal das Mehl da rein. Willkommen zurück hier, Technikus, im Submariner-Team. Du bist jetzt schon zweiten Monat. Keine Ursache, Technikus. Gex meinte zwar, hätte es eher gewusst, hätte ich jemand anderen vorgeschlagen bekommen, aber... Ja, ich hatte es jemand gegeben, der es wirklich verdient hat, weißt du? Aber okay, ich meine, so ein bisschen hat er ja, ist er auch manchmal da. Das tust du hier jeden Tag eigentlich. Was ist los? Du nimmst Schaden. Was brauchst du? Irgendwie ist mir Oxygen schon wieder alle. Oh, aber hier hat jemand aufgefüllt. Das ist ja der Wahnsinn. Dann zuzel mal irgendwo. Magst du von meiner Flasche zuzeln? Magst du an mir nuckeln? Nee. Ich hab meine eigene Flasche. Peter Nuckel. Nö. Das ist das schönste Haus, was ich auf dieser Map jemals gesehen habe, Fuffi. Also, in dieser Mission. Auf dieser Map. Wahnsinn. So, okay. Ich muss eine Runde nageln, also bitte mal. Da bin ich dabei. Bitte mal weg vom also, Ambus. Was für Ressourcen braucht man denn jetzt noch? Was kann ich rumwurschteln? Weil ich wäre jetzt eigentlich fast... Ich komme halt nicht weiter gerade. Wir bräuchten einmal Epoxy. Das heißt, entweder Schwefel oder ganz viele Knochen. Schwefelknochen, okay. Oder wir bräuchten Gold und Kupfer. Ja, das die ja gut, zaubern kann ich jetzt nicht. Jetzt wird er anspruchsvoll. Jetzt ist vorbei. Wo ist mein Rucksack hin? Haben wir noch einen Backpack? Deinen Rucksack habe ich, glaube ich. Ich hab vier Stunden hergestellt, ja. Ich hab hier. Wie ist das mit dem Radargedönse? Was brauchen wir da noch? Wie weit sind wir davon entfernt? Wegen Gold, oder? Ist das doch, oder? Genau, für Radar brauchen wir ganz viel Kupfer und ganz viel Gold. Mhm. Da bräuchten wir ungefähr 100, also 200 Golderz und. Boah! 600 Kupfererz. Ist doch kein Wunschkonzert hier, Alter. Was ist mit dir? Du hast was spielst du denn für ein Spiel? Ich hab dir nur eine Antwort auf deine Frage gegeben. Du hast gesagt, du erfüllst Wünsche. Ja, wo kann ich helfen? Wie kann ich dir die Welt verändern? Okay. Gut, dann gucken wir mal. Ich wollte hier gerade. Der Knochen- und Schwefelfarm ist dir auf jeden Fall die einfache. Ja, bin ich jetzt schon mal dabei, so ein bisschen. Wenn ihr mir dann sagt, wo Höhlen sind, oder können wir auch dahin gehen mit mehreren Leuten und mal holen. Ist ja kein Problem. In der Zeit mache ich halt hier ein bisschen Tiere und Schwefel. Sind jetzt wieder welche gespawnt vor der Tür? Ich habe gerade irgendwo gelockt. Dorchfall habe ich, okay. Das spawnen direkt neben mir immer Wölfe, ne? Schon wieder? Oh. Alter! Ja gut, ich wollte Eva. Alles klar, vier Wölfe einfach hier gespawnt. Er möchte das innen upgraden. Ich sehe davon noch nichts. Zero, ja. Achso, ich bin hier gerade beim Techen noch. Ja, lass ihn erstmal Techen, dass wir weiterkommen. So. Können wir schon ein besseres Messer bauen als das Messer, was ich von der Station habe, dass ich mehr Knochen so rauskriege? Geht das? Oder haben wir schon Stahl oder so? Eisenmesser? Ich weiß 200%. Was ist beim. Was gibt's beim. Ja, bei mir ist auch. 100%. Okay. Stahlmesser ist auch nicht besser, gell? Ich glaube schon, aber das können wir noch nicht. Also ich. Kann schon, aber ich hab's noch nicht gelernt. Müsste jemand machen, der es gelernt hat. Ich will jetzt ein Gewitter. Enzo und ich haben schon gelernt, aber ich mache erstmal das fertig, das Messer. Knochen ist halt so eine Sache. Ah doch, 22 Knochen aus dem Wolf ist okay. Ungefähr wie viele Knochen bräuchten wir? 1000? Oh, viele.
Okay, also ja. Sehr, sehr viele. Ja. Okay. Bekommst du 200 Knochen, bekommst du 25... Ist denn hier irgendwo das Schneegebiet in der Nähe, dass, wir da einfach dahin, dass ich da einfach dahin laufen kann, oder ist es zu weit weg? Ja, das ist, wenn du... Ich mag jetzt ja. Weil ich würde dann schauen wollen, ob die Wölfe da sind. Das ist doch das Einfachste, oder nicht? Das wäre wirklich das Einfachste, ja. Falls sie da sind. Je nachdem, was da noch ist. Ich guck mal kurz. Also, ich hab halt... Ja. Können wir irgendwelche Pfeile herstellen, damit es schneller geht? Wir könnten... Nee, Eisenpfeile können wir nicht herstellen, weil wir kein Eisen mehr haben. Wir haben echt kein Eisen mehr? Hä? Nee, das ist alles verschmolzen schon. Ach so, okay, dann Knochen will ich jetzt nicht verbrauchen. Weil ich will halt schon... Knochenpfeile, wenn du damit jagen gehst, dann passt schon. Oh, ich hab mir erstmal einen Obstsalat reingefüllt. Was wollte ich denn jetzt machen? Irgendwas wollte ich machen. Da, das ja, nehme ich halt die Dinge erstmal hier. Ich jag den neue. Stöcke. Mit Kompost, was ist denn der eigentlich? Ach, der macht einfach aus Baumharz und irgendwelchem Zeug Biofuel. Genau, am besten ist dafür Stöcker, weil Stöcker brauchst du sowieso fürs Baumharz und Stöcker sind günstiger als Holz und endlos, quasi endlos. Immer rein damit. Wenn wir mit Enzo mal drüber unterhalten, er wollte unbedingt Faser. Was weißt du noch unser Gespräch, Enzo? Wegen dem Bio-Ding. Wir haben uns da fast in die Haare bekommen, ganz kurz. Ich meinte Stöcke, easy, und er meinte Faser, weißt du, das Gleiche. Ich finde halt Stöcker gut, weil du sowieso den Baum fällst, alles zu Stöckern machst und dann nicht so viel denken musst. Ja. Ja, genau, so dachte ich mir das auch. Wenig denken im besser. Im Endeffekt, wenn du ein Holz abpackst, ja, der eine macht Holz die ganze Zeit, der andere Fasern, dann hast du mehr davon. Einfach das Doppelte. Und schon, da kommt schon einiges raus. Brauchen wir noch Siliziumdioxid? Generell? Oder nie? Ja. Nehm ich es mit. Nicht so viel, aber ja, wir brauchen. Wir müssen, wenn wir ein Glashaus bauen wollen, dann brauchen wir vier. Wie Glashaus? Achso, wollen wir ein Glashaus bauen? Gewächshaus. Doch, eigentlich schon, ne? Keine Ahnung, ihr wolltet es doch. Ich hätte schon mal Bock drauf. Ist das so wie ein Ark, dass das verstärkt? In dem Video hat einer gesagt, ich habe die Beete gebaut und habe geschrieben, bei dem, der hat auf YouTube hier, war der wie du, ne? Ich will es jetzt nicht so ausführen. Und der hat dann, weil ich gesagt habe, das geht ja sau langsam, da hat der gesagt, naja, du könntest ja mal probieren, welchen Effekt Glas da drum hat. Nur so als Tipp. Und da hat mein Kopf gesagt, klingt nach einem Gewächshaus. Und ansonsten macht das Glas ja auch keinen Sinn, ne? Moin, Fabi. Das stimmt. Ich habe es mich auch gefragt, warum ist Glas. Da habe ich dann auf YouTube geguckt und da gab es tatsächlich Videos, Gewächshaus in Icarus, und die haben alle Glas drumherum gebaut. Okay, ja, wenn es diesen Wachstumseffekt hat, was dort Sinn macht, dann why not? Schwefel auch am Start noch? Ja, mit, oder? Oder haben wir keinen Schwefel mehr? Und es gibt auch so viel Silizium, dann macht das nämlich auch Sinn. Ja, daraus machst du ja, glaube ich, das Glas aus. Und dann wollt ihr was anpflanzen? Ich bring mal Silizium mit, ne? Oder einfach nur testen. Das ist richtig krass im Barfuß, das will ich dauerhaft Ausdauer und Leben und cool. Achso, weil es gibt. Ja, Barfuß wäre echt mega. Melonen sind Möhren, geil. Möhren anpflanzen. Kürbisse Möhren gibt es ja ganz viele. Also, aber die richtigen Kürbisse? Also nicht Möhren. Nein, Mais habe ich ganz viel geholt. Dass wir Barfuß bauen können, weißt du? Das wäre geil. Keine Ahnung, eine Suppe oder sowas. Da brauchen wir Prime. Für die Ultra-Sachen auf dem komischen Ofen, da brauchen wir Prime. Hey, Serpico, ja, moin, was geht? Dann halt die Sachen drunter, eins drunter oder so, weißt du? Muss ja nicht unbedingt gleich Prime sein, hier sind eh keine Bären, oder habt ihr schon Bären gesehen? Na, ich guck mal, also nee, in diesem Gebiet sind doch eh keine, ne? Generell nicht. Ja. Gehen wir hier zur Höhle, mal gucken, was ich gefühlt da... Gefühlt gibt's hier gar keine Tiere. Wenig, wenig. Also wer Zeit hat und Lust hat und Donner hat, kann hier Höhle helfen. Bin schon gerade in der Höhle drin, aber ich baue mich hier gerade rein. Ich mach Schneegebiet gucken,
Oh, das laggt aber so krass wieder. Alle paar Sekunden habe ich wieder Lags. So schade bei solchen Spielen, ne? Alter. Ich höre. Ach so, das ist dein. Okay, ich dachte schon, wo höre ich jetzt irgendwelche Würmer? Das ist bei dir. Haben wir nicht schon irgendwo Gold gefunden gehabt? Oder bin ich jetzt hier? Ja, in der Kiste habe ich. Ich habe eine Kiste. Oben links müsste das sein. Die Kiste oben links. Also. Ich brauche hier helfende Hände kurz. Wo? Ich habe wieder einen Steinbruch gehabt in der Höhle. Was bin ich für ein Zeichen? Orange. Steinbruch. Okay, du bist hier, okay. Hier liegen noch 3600 Steine. Mit einem Schlag alles abbauen. Ja, und ich bin selber voll mit, keine Ahnung, 3000 oder 2000. Ich bring kurz meine Sachen weg, dann komme ich dorthin. Jo. Du bist sicher bei grün ist der Schnee? Ach doch, ist echt hier, okay. Gut, gut, passt. Ewig dahin. Was haben wir hier noch? Wir könnten mal diesen Ofen bauen, in diese Suppe uns mischen mit. Was gibt's denn da alles? Ich weiß nicht genau, was man da braucht. Kürbis und, weiß ich nicht, Soja, Bohnen und sowas. Das ist auch ein guter Buff, so ein Zwischenbuff halt ohne Prime. Diese Gemüsesuppe. Ja, wollen wir das dann so machen, dass zwei Leute in die Mine gehen und zwei kümmern sich um dieses Glasding? Weil das wäre halt schon geil. Wie macht man nochmal Baumharz? Im Mörser einfach Stückchen reinschmeißen. Ganz viele Stöckchen und dann kannst du da bauen. Ah, ist ja hier noch welche drin. Wunderbar. Wunderbar. Ich schau mal kurz, was im Schneegebiet uns erwartet. Die Laterne muss befüllt werden, die kann man nicht mit dem Kanister befüllen, was? Nee, das musst du tust du die direkt rein, oder? Die müsste jetzt tust voll werden. Da? Okay, aber gut. Die. Und die soll übel hell sein, das will ich jetzt testen. Wie teuer ist die? Also braucht die? Ich will auch. 12, die kostet 12 Glas, ein paar Seile und 6 Metallbaum. Was? Ja. So günstig. Dann stell mal 4 Stück davon her, wenn du das magst. Ja, ich mache Glas gerade, habe ich in den Hochofen getan. Sehr schön. Ja, nice. Beim Schnee ganz, ganz viel Silizium. Hier. Aber der schmilzt jetzt zuerst das Gold. Kannst du ja auch so, dann packt das Gold erstmal in Amboss. Amboss nehme ich mal als Zwischenstück. Ich hätte das nicht mit so machen sollen. Warte mal. Kann ich nicht. Das hier raus tun. Aber was brauche ich denn, um dieses Scheißding da zu bauen? So eine Truhe oder so. Irgendwie sowas. Noch ein bisschen Holz. Bis jetzt so zero Tiere. Schneegebiet und Wetter-Event. Okay. Gut. Hab ich ja nicht genug Sachen dabei? Ich bin auf dem Weg zu dir mit den Steinzeugs, ne? Ah ja. Aber ich glaube, hier im Schneegebiet gibt es das meiste Silizium. Ist ja wild, was hier alles ist. Ja, Schneegebiet ist echt viel. Bist du unten in der Höhle oder wo bist du? Gut hier, ne? Ja. Warum kann ich die nicht craften? Uff, gebrockt, okay. Platz. Jetzt. Oh, ja, hier liegt wirklich viel Stein. Ja. Ich sag doch. Erstes Tier gefunden. Yes. No, ich brauch noch mal welche. Ich brauch noch mal zwei Kisten. Alter, das ist ja noch. Ey. Ich bin auf dem Weg. Ich lauf die Steine. Schön mit 7 oder 10 Kilo im Inventar. Dezent überladen. Oh Gott. Ja gut, dann haben wir wenigstens keine Steinprobleme mehr. Das stimmt, ja. Ich hab jetzt erstmal 3 Laternen gebaut. Das ist geil. Dann kann man mit den Tabletten und der Laterne in die Höhle gehen und dann. Wollte ich gerade sagen. Die Laterne mitnehmen, ja. Kann man ja auch abstellen, die Fackel, ja. Ja. Und die brennt hier dann nicht. Hell. Soll mega hell sein. Ja, und die macht auch kein Feuer. Ja. Nee. Das ist gut. Ja, dann würde ich gleich irgendwie so Platin oder irgendwas Äxte, Spitzhacken herstellen und dann. Spitzhacken bitte mich übernehmen lassen. Alter! Guck mal, wer kommt hier rein? Ja.
Ja, zeig mal. Oh. Okay. Warte mal kurz, mach mal ein großes Bild. Warte kurz. Jetzt mach nochmal an. Warum der Typ im Stream meinte, Höhle Laterne. Mach nochmal an. Oh, Alter, geh mal in die Höhle rein damit. Krass. Bei dir ist das ja noch heller, weil du ja noch einen anderen... Die kannst du halt abstellen. Warte mal, ich teste das mal. Anmachen und jetzt Q. Tatsache, der stellt ihn. Lol, okay, bei mir kippt sie um. Und ja, die kippt um, aber sie brennt. Ja, geil. Sehr geil. Oh, okay. Gefällt mir. Ja, wieder was Neues. Die ist so einfach zu bauen. Ich werde sterben, weil irgendwie kann ich die Wölfe nicht hitten. Tot. Die sind verbuggt, deswegen kann ich nicht hitten. Tot. Ah, shit. Soll ich gleich mal vorbeikommen und dich retten? Oder läufst du? Ich darf nicht. Ah, nee, Server ist abgekackt. Wie? Oder? Nee, bei mir geht noch. Ja, geht alles. Ich konnte ihn nicht hitten. Doch, ich weiß, was das Problem ist. Was denn? Ich hab mich gerade gewundert, wieso bin ich immer noch zu schwer? Hatte unten die Steine Gürtel, nicht abgeladen, gell? Aber ich hab die unten im Gürtel. Ja, Gürtel habe ich so tonnenweise Steine hängen. Hier, du kannst dir eine Laterne rausnehmen, die ist gleich voll. Huch, cool. Krass. Ich konnte ihn nicht hitten. Ich habe drei Wölfe angegriffen. Einen habe ich erschossen, zwei habe ich dann getötet. Ich gehe mal in die Höhle und wo Dings ist und bringe ihm eine Laterne. Ich gehe mal kurz schiffen und dann. Kannst du gleich. Ja, bis gleich. Kann ich dann. Ich kann auch laufen, mir ist egal. Wo ist ein Gex? Ist der unterwegs irgendwo? Ich bin im Schneegebiet. Das ist. Ich bin tot. Oh, RIP. Ja, hast doch erzählt. Enzo, nicht zu geil. Bob, gehst du ihn retzen? Kann ich machen. Ich habe drei Wölfe angegriffen. Einen erschossen, zwei konnte ich nicht hitten. Irgendwie, keine Ahnung. Gehe ich ihm so die Laterne bringen. Weil das ist komplett andere Richtung. Und ich glaube, ein bisschen Licht kann er in der Höhle gebrauchen. Erstmal schiffen. Oben bei grün. Okay. Da lang. Warte mal, haben wir nicht Buff-Food irgendwas, damit ich ein bisschen Ausdauer habe? Warte, ich komme zu dir. Ich habe was mega Gutes für dich. Also nicht mega gut, aber schon gut. Komm mir mal entgegen. Du bist das da. Verfault nämlich gleich. Also bald. Ist jetzt nicht super OP, aber... Besser als gar nicht. Da. 75 Ausdauer. Nice. Ja, besser wie nichts. Entbehren. Ein Salat. Salat. Der war übel einfach. Einfach eine Melone und eine Beere. Ja, das ist wirklich easy. Deswegen habe ich gesagt, Melonen könnten wir anpflanzen. Ja, also auf jeden Fall Möhren, weil Möhren verfaulen nicht. Das ist halt das supergeile an den Dingern. Ja, Möhren haben wir auch unten vor der Haustür. Ja. Melonen, und dann vielleicht noch Brot oder das, dieses Fladenbrot. Ja, müssen wir mal schauen, was wir so machen. Wo geht's denn hier rein? Ach, du stehst draußen? Ja. Oha, Alter, was geht? Oh. Ja, das hier, macht, das macht... Ich hab dir eine mitgebracht. Das ist natürlich geil. Die ist voll. Okay. Pass mal auf, geh mal in die Höhle. Ich glaube sogar, dass Melone kaputt geht, bevor die neue wächst, ne? OP, oder? Ja. Oh, wie cool ist das denn? Guck mal die Höhle! Mach mal aus, deine? Warum leuchtet der nicht? Du musst anmachen und dann hinstellen. War an. Gut, bei mir ist jetzt hell, das sieht man halt nicht. Geht nicht. Ist hier Wasser am Boden? Ja. Ja, die geht aus. Warte mal. Nicht wasserdicht. Alter, wie hell einfach. Das ist ja cool. Ja, du musst die ein bisschen erhöht hinwerfen. Ansonsten geht sie aus und zählt als Wasser. Ja, passt. Alles cool. Ich hab so Lags grad, ne? Krass, ey. Das ist für Höhle übel OP, die Laterne. Okay, dann... halt. Nehme ich erstmal das Zeug hier mit. Put lower. Dann ess mal was, Digga. So. Ah, ich bin voll. Also hier sind auf jeden Fall Steine ohne Ende. Ja, die Kiste ist voll, die Kiste ist halb voll. Brauchen wir so viel Steine noch? Keine Ahnung, wir haben es halt. Haus ist doch eigentlich fast fertig. Ja, die sind halt geprockt. Die haben wir eher durch Zufall gekriegt.
Cool. Hier ist noch ein Reh. Das mal auseinandernehmen hier. So. 23 Grad und es liegt Schnee. Steine kann ich mitnehmen. Obwohl, weißt du was, ich hab Zeit. Ich überweite mich. Ich hab schon ein Brot gemacht hier. Ja, die Hölle ist jetzt auch nicht so weit weg, also. Ja, das ist das Prinzip des Bioms nicht verstanden hier, Zero. Egal wie viel Grad da ist, das ist immer Schnee. Auch bei 100 Grad haben wir doch gesehen. Bei, was war das? Knapp 300 Grad, oder? Hatten wir doch. Ja. Ja, aber mit der Laterne habe ich ein neues Lieblings-Item. Ich brauche einen Rechner. Die ist schon krass. Also, die ist echt übel. Im Vergleich zur Fackel ist ich das. Ich genau aufheben. Hallo? Hallo, hallo? Da jetzt. Und? Die kannst du Leuten geben, die sonst immer die Häuser an sind. Gags. Technikus, ist gehört. Naja. Oh, danke dir. Lebe ich wieder? Ach so, okay, das, ist, das sieht so tot aus. Okay. Hey, seit wann hat er denn die ganzen Sachen noch drin? Okay. Die bringe ich gleich mit. Damit wir die dann anbauen können. Zack. Sind schon. So, dann werde ich jetzt mal irgendwo ein Gewächshaus hinballern. Ja. Wieso habe ich denn gar nichts? Habe ich nichts zum Essen mitgenommen? Gar nichts oder was? Keine Ding? Hä? Gar nicht. Ist das weg oder wieso habe ich nichts mehr? Ich habe doch gehabt Bären, Fleisch, alles. Vor dir liegt eine Kiste. Okay, da brauchen wir jetzt nicht erst die Glaswerkbank. Weil du deinen Rucksack hast fallen lassen, während du gestorben bist. Bei mir ist etwas komplett kaputt irgendwie. Voll D-Ding. Ich kann nichts Kleines machen. Muss vielleicht sogar mal relocken. Relock mal. Es gibt kein richtiges Glasdach. Das verstehe ich halt nicht. Es gibt nur das schräge Glasdach. Man muss, glaube ich, ein Spitzdach bauen. Irgendwie meine Module sind nicht mehr da. Ich habe keine Module mehr nach dem Tod. So, die ist fertig. Dann meine die Module sind weg. Die sind in deinem Inventar irgendwo oder unten. Nee, die sind ganz weg. Ja, RIP. Deswegen habe ich auch nichts Platz, das aufzuheben, weil ich halt weniger Platz habe. Ich hier direkt in der Leiste, weil die Module sind halt 5. Die Module verlierst du, wenn du gestorben bist. Geh mal dort, wo du lagst, dein Inventar war voll. Deswegen sind die weg. Die werden ja ins Inventar getroppt, wenn du stirbst. Quasi, er will die dir ins Inventar packen. Er wollte die dir ins Inventar tun und das ging nicht, weil du voll warst. Aber, und jetzt? Kriegst du die wieder, oder was? Du musst sie suchen dort. Die liegen dort, wo du verreckt bist. Okay. Das ist immer das Problem, wenn man stirbt und hatte volles Inventory. Mahlzeit. Danke. Nur schnell. Und im Schnee ist das richtig doof, weil man das dort richtig schlecht sieht. So, ich gehe jetzt zur nächsten Höhle direkt. Die Pfeile vor uns habe ich ja auch so gut wie gar nicht gesehen. Ich sammle halt einfach alles ein, aber ist nur Schnee. Ja, dann. Es geht nur, wenn du genau den Cursor drauf hast. Also das ist ein Fadenkreuz. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja, ich hab ja gesehen, wie lange ich vor uns das Messer gesucht habe. Das ist halt echt doof. Ja, normalerweise müsstest du ja dein Todesding sehen. Ja, er ist ja wieder am Leben. Ja, und siehst du trotzdem noch. Und die Kiste, die da war, hat die nicht enthalten. Oh. Es war in der Kiste da. Ich vermute eher, dass das rumgebackt ist, dadurch, dass du die Kiste hattest. Hatte die irgendwie nicht mehr in die Kiste tun können oder irgendwas bei Module, weiß ich nicht, vielleicht da nicht rein können oder so. Okay. Oh. Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Egal. Kaufe ich neuen, fertig. Das kann ja nichts mehr haben. Das ist eher ärgerlich, dass sie nicht in der Mission drin sind. Witch Gags. Kauft sie sich einfach. 8 Kilo kann ich jetzt weniger tragen. Es gibt ein Glasdach-Eckteil.
Okay, ich brauche die Werkbank für Glasarbeit. Epoxy, Kupfernägel. Dann komm zu mir. Ich probiere nochmal diesen Wolf zu töten. Schau, wie es geht mit dem Zink. Epoxy war. War Epoxy nicht das, was wir hier in dem Ding drin haben? Epoxy machst du. Aus ja, Baumharz und. Und Schwefel. Oder. Oder Knochen. Haben wir noch Schwefel? Ich baue gerade hier welches ab. Also. Ich versuche jetzt auf den Weg mitzunehmen. Ich habe Siliziumdioxid hab ich in der Tasche hier, 250 oder so. Epoxy. Es sind schon Tiere hier, aber nicht so viele, oder? Boah, es geht. Also ich habe hier schon ein paar Wölfe gefunden.